Meine Freunde, was geht? Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt mittlerweile einen Zweitkanal für Stream-Highlights, Reactions, Real-Talk und sonstigen Kram. Checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung und folgt auf jeden Fall mal diesem wunderbaren Twitch-Highlight-Kanal rein, meine Freunde. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ciao. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute Vive. Das ist aber egal, meine Freunde, denn ich muss ganz kurz auf eine Aktion hinweisen. Und zwar gibt es momentan was richtig Geiles im Item-Shop. Man kann hier unten rechts nämlich so Unterstützer einen Creator eingeben. Dann gibt man Revinzeit ein, meine Freunde, und kann tatsächlich genau die gleiche Anzahl an V-Bucks bekommen, wenn man V-Bucks kauft. Aber man kann dafür Skins kaufen und kann die jetzt einfach benutzen. Mann, es wäre sau nice. Danke. Leute, mit dabei ist heute Vive. Wir machen wieder eine Runde. Wenn ich du wäre, Vive, wenn ich das du wäre, würde ich mich ganz kurz ready machen. Wir fangen direkt an. Erst wenn ich du wäre, gewastet auf deinen Nacken, Alter. An der Stelle, let's go. Okay, komm, ich würde sagen, wir fangen mal chillig an jetzt mit der Runde. Ist ja die wenn ich du wäre, bring dich um, lol. Wir fangen chillig an, ey. Nein, das ist jetzt echt chillig. Erstmal eine erste Runde. Wenn ich du wäre, würde ich die komplette Runde lang mit mir flirten. Nur flirten. Lukas, okay. Oh, Mensch, Luki. Luki, oh, Luki. Oh, 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 Lukas. Mm, ich, oh, oh, oh. Es geht so flirten. Ich Digga, nein. Ich habe das lange nicht mehr gemacht, Bruder. Weißt du, so, ich bin da raus. Oh, Lukas, du bist aber, du hast noch starke Arme heute. Oh, danke, oh, Digga. Lukas. Ja, so ein paar Komplimente. Ah, Lukas, wenn ich du wäre, lande doch bei mir in Vettenfels, ganz oben im Mainhouse und lass uns eine Menge Spaß haben. Wenn du unbedingt willst. Okay, Lukas, guck mal, ich habe sogar mein Wenn-ich-du-wäre gewastet in der Aufgabe. Ich wollte gerade sagen, was war das gerade für eine Aufgabe? Lukas, ich bin einfach ein Flirty Boy, musst du wissen, ja? Aber weißt du, was ich jetzt sagen würde? Was denn? Wir hauen jetzt mal direkt in die ganze Zerstörung rein. Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt für jeden Kill, den ich diese Runde mache, 1000 V-Bucks geben. Halt's Maul, Alter. Ja, doch. Das sind 10 Euro, oder? Ja, na und? Ich hab eine Waffe. Ja, ich nicht. Bring mir die mal. Nee, nee. Oh, ich hab eine Waffe, Papa. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt vom Gegner locken lassen. Nee, also meine, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt locken lassen. Nein. Doch. Ja, okay. Du hast nicht gesagt, komm, die töten Gegner. Du hast einen Kill? Ja. Du. Du bist... Ich meine, oh, Lukas, du bist so stark. Oh. Oh, deine Oberarme sind so muskulös und du riechst so schön nach Schweiß. Das ist so männlich. Ja. Ja, ich gebe mir jetzt ein paar V-Bucks verdienen, ne? Lukas, du musst dich jetzt umbringen. Du hast mir nicht gesagt, von wie vielen Gegner. Ich habe gesagt, von dem Gegner, vom Gegner locken lassen. Das heißt, den ersten Gegner, vom Gegner. Nee, 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 du hast nicht gesagt, der erste Gegner, Digga. Hör auf, mir die Gegner jetzt zu klauen. Ja. Ich kann mit. Ja. 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 Der wurde mir geklaut. Der wurde mir geklaut. Ja. Ey, den hab ich gedown. Ich meine, Lukas, du bist so stark in Fortnite. Oh. Ja, was ist das für eine Verarsche? Ey, das war ein übertriebener Killskill. Und hinter dir ist auch noch einer. Raffst du irgendwie nicht, oder? Ey, ja. Rogue Gaming. Ich hatte keine Metz, du Sohn! Keine Munition, meine ich. Egal, Lukas. Egal. Egal, zwei Kills mehr als du. Ich habe einfach gar kein Kind, ich kriege jetzt einfach keine V-Bucks. Tja, Lukas, da kriegst du keine V-Bucks. An der Stelle ist die Aufgabe damit auch raus. Lukas, ich bin wieder dran. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir erstmal ganz kurz das ganze Game versuchen, eine Heavy-Shotgun zu organisieren. Dankeschön. Ja, aber um ins Game reinzukommen, muss ich erstmal ready klicken, oder nicht? Ja, wir können jetzt auch die ganze Zeit hier in der Lobby bleiben, Lukas. Du bist jetzt mit deiner Aufnahme dran, also. Hey, du machst das Video schlecht, die Leute werden dich haten. Leute, geht rüber auf Lukas' Kanal und dislike alles. Erzähl mal jetzt! Okay, dann mach dich lieber bereit, sonst sage ich das wirklich. Ja. Aber du musst mir sagen, dass ich mich bereit machen soll. Ja, ich habe meine Aufgabe gerade schon benutzt. Ja, was für eine Aufgabe habe ich denn jetzt hier in der Lobby? Du bist dran. Ich bin dran. Ja, außerdem habe ich die Aufgabe eben schon gemacht. Man darf keine doppelten Aufgaben machen. Das heißt, es ist deine Pflicht, dich ready zu machen, Lukas, weil du sonst das Spiel geschehen hast. Ist okay. Ja, Anwalt Sebastian, ja! Ich hätte noch so eine Aufgabe, aber die ist schon wirklich hart. Deswegen war ich jetzt erstmal wieder auf chillig. Wenn ich du Ich höre dich nicht. Wenn ich du Tolle wäre. Aufgabe, wirklich. Ja, wenn ich du wäre, immer wieder, wenn ich Revi sage, musste ich einmal im Kreis drehen. Ich feiere die Aufgabe einfach. Du bist echt saukreativ, ne? Also denkst du auch an meine Heavy Shotgun, ne? Und was, wenn ich keine finde? Dann hast du leider verkackt. Du wirst es schaffen müssen. Du musst erstmal richtig viele Kisten jetzt aufmachen, Lukas, ne? Wenn ich halt nichts finde, ist halt so. Wie man vielleicht auch an meiner Stimme merkt, ich bin eben erst aufgestanden, weil Revinzeit wieder morgen zum 7 Uhr aufnehmen will, aber... Es ist 11 Uhr, aber Kopf hoch. Ich war schon beim Sport, du Lappen. Ja, sorry, du alter Pumper. Mal eine kurze Frage. Ja? Wie lange gehst du jetzt schon in das Fitnessstudio? Ich habe immer 3 Wochen Pause dazwischen. Ich habe immer eine Woche, wo ich 7 Tage gehe und dann mache ich 3 Wochen Pause. Also es bringt effektiv gar nichts. Ich wundere mich, weil man sieht halt nichts bei dir so, ne? Ja gut, du hast ja auch nicht abgenommen. So, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich tatsächlich erstmal hier vorne bei dem Burger landen und erstmal tanzen, bis ich zum Burger hinkomme. Danke an der Stelle. Ja, und dann? Habe ich keine Waffe? Ja, genau. Du hast es absolut erfasst. Unnötig. Du hast es absolut erfasst, Lukas. Digga, du verreckst sowieso im Pleasant Park. Okay, das werden wir sehen. Okay, ich gebe dir nämlich jetzt keine Aufgabe, weil die Runde eh schnell rum sein wird. Mhm, okay. Deswegen chill ich jetzt erstmal. Revi, 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 Revi. Ich habe mich gedreht. Ja, aber Revi, 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 Revi.
Revi. Ey, der Burger ist abgebaut, ne? Ja, hast du den abgebaut? Nein. Lukas? Gegner, aber der ist wieder gegangen. Lukas? Ja, ich hab wieder aus Versehen abgebaut. Ist egal, ich tanze hier. Aus Versehen? Ja, kann ich so lange irgendwie Essen machen gehen oder? Nee, bleib schon hier. Jetzt eine halbe Stunde lang tanzen oder was? Ey, ich rifte jetzt, damit das Rift weg ist. Nein, darfst du nicht. Du darfst erst machen, wenn ich da bin. Wenn ich du wäre, würde ich mich in das Rift gehen lassen. Revi, darf ich in das Rift gehen? Nein. Doch, ey, das ist deine Aufgabe. Ja, okay, geh ruhig. Jetzt rein. Ich darf. Ne? Warte. Nee, nein. Doch, du musst. Digga, es steht gar nicht zur Auswahl, ob ich darf oder nicht. Schaffst du es noch? Ja! Lava! Ja! Nein! Ja! 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 Oh mein Gott, weil ich die Ballons hab fallen lassen. Oh, Alter, nein. Ich bin der krasseste Fortnite-Spieler der ganzen Mal auf dem Welt. Oh, yeah. Ey, ist noch nicht gelootet. Hä, hey, was ist das für eine Runde? Wo sind die alle gelandet? Wenn ich du wäre, würde ich einfach... Was hast du für ein Mikrofon? Hast du so ein... Wie lang ist das? Nicht so lang. Das ist ein Yeti. Okay, kriegst du das in den Mund? Nein. Okay, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich erstmal richtig schön mein Mikrofon deep throaten. Digga, und die Kamera, kann ich gar nicht machen mit das, dem. Guck mal, das wie dick schaffst das ist. Ja, das schaffst du schon, ne? Digga, das schaff ich nicht. Natürlich. Digga, ich probier das jetzt. Rein da jetzt. Lukas. Wir sind Gegner. Ja. Dann kommen wir mit so Aufgaben, okay. Junge. Ist okay. Komm, wollen wir zu den Gegnern hin? Ja, guck. Ich krieg's nicht hin. Mach, ey, du hast... Oh mein Gott, du bist ich so ein... Probiert. Ich hab's probiert. Du hast nicht richtig probiert. Links den Gegner, hier ist Gegner. Ja, von allen Seiten. Hab einen. Ja, schluck doch noch mehr. Hab ihn. Stealer. Ey, Revi! 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 Ja? Aufgabe erfüllt! Was denn? Guck. Ja, lol. Als ob! Richtig stolz! Ey, Revi! Revi! Aufgabe erfüllt! Er ist der glücklichste Mensch der Welt einfach! Wenn ich du wäre, ja? Würde ich jetzt meiner Mutter ein oberkörperfreies Bild schicken und nichts dazu schreiben. Okay, wenn ich vorne so ein Gegner, dann mache ich das gleich. Easy, mache ich gleich. Kein Problem. Gar kein Problem. Ja, gar kein Problem. Aber einfach nur einen Pick und nichts sagen. Ja! Na, ab geht's. Einer hat 105er Hit bekommen. Uff, Digga. Haben wir neuerdings bauen gelernt hier? Nee, leider nicht. Komm, wir rushen die anderen direkt auch, oder? Ey, wo ist das Nacktbild eigentlich? Frage ich mich. Ja, mach ich gleich. Darf ich die noch pushen hier oder was? Ja, mach. Rush die jetzt. Geil, wird gar nicht lange diskutiert, Junge. Ja! Evi? Was denn? Hilfe! Kann ich, bin hier vorne im Battle. Zwei Typen im Battle hier. Komm nochmal, wenn du bist. Mann, ich bin in dem Battle gewesen, du Sohn! So, ich schick meiner Mutter jetzt ganz kurz ein Bild. So, ich habe meiner Mutter das Bild geschickt. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich meiner Mutter ein Pimmelbild schicken. Wenn es sein muss. Spaß. Wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt nur noch mit Grunzlauten mit mir verständigen, ja? Lukas? Lukas? Oink, oink, du kleines Schweinchen. Lukas? Ja, fein. Ja, guck mal. Lukas! Ja, Mensch, du kleines Schweinchen, du. Kennst du den Edgar von Paluten? Ja? Magst du den Edgar von Paluten? Ja, ne? Ist ein schönes Schweinchen, oder? Der Edgar, der Mensch, Lukas, ey. Lukas, wer ist eigentlich dein Lieblings-YouTuber? Ah, du selber? Ja, Mensch. Ja, ich denke, weil klar, wenn du Schweinelaute machst, dann musst du ja Vive AD sein, weil jeder weiß, dass Vive aussieht wie ein Schwein, oder? Ja, genau, da sagst du was. Aber gut, Lukas, was macht das Liebesleben? Du kriegst keinen hoch. Ich warte übrigens auf eine Aufgabe von dir. Kannst du mal versuchen, eine Aufgabe zu formulieren? Hast du keine für mich? Ah, wenn ich du wäre, würdest du mich wieder normal reden lassen, sagst du. Hast du mich gerade angestupst mit, ne? Weiß nicht, muss man das nicht aussprechen eigentlich, Lukas? Ist das nicht die Regel? Ja, komm, Lukas, wenn ich du wäre, du darfst wieder normal reden. Maschallah, danke, Bruder. Das war echt angenehm tatsächlich. Also, Junge, das ist übel unangenehm. Was, das Geräusch? Das ey, meine Felskam ist ausgegangen. Okay, Lukas, kannst du vielleicht ein bisschen in dein Equipment investieren? Das wäre wirklich nice. Hab einen down. Bei mir? Ja, bei dir. Über dir, der eine ist down. Schön, beide weg. Digga, was wärst du nur ohne mich, Alter? Die hätten dich einfach zerstört. Nee, das glaube ich nicht. Och, Digga. Ja, meine Facecam, Junge, was ist das? Was ist das? Lukas, wenn ich du wäre, würde ich einfach diese Runde absolut überfreundlich zu mir sein und mir mal ganz kurz erklären, warum ich eigentlich persönlich Revinzer der beste Fortnite-Spieler der Welt bin. Wenn ich du wäre, würde ich aus der Runde gehen. Moment mal, Lukas. Dann fällt das alles ist weg? Nee, Digga.
So, das ist Aufhebung des, des anderen. Nee, 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 das haben das wir. Das ist nicht Aufhebung. Das haben wir ausgeschlossen. Das haben wir ausgeschlossen. Das haben wir per Vertrag ausgeschlossen. Ja, mit Vertrag, wahrscheinlich mit Vertrag. Du hältst dich nicht an die Regeln, Lukas. Ja, das Ding ist halt ohne Scheiß. Ich finde dich einfach so toll, weil du einfach so einen tollen Körper auch hast. Danke, danke. Deine Videos sind qualitativ einfach auf einem anders beschissenen, aber in einer lustigen Art und Weise. Lukas, Komplimente. Ne, beschissen ist kein Kompliment. Bei mir landet jemand. Finde ich schon. Mann, da höre ich doch knapp eine Woche. 10.000 Leute bei mir. Komm mal zu mir schnell. Ich dachte 22. Beeil dich mal, Bruder. Ich kann gerade nur countern. 105. Ja, moin, Digga. Erst try des Todes, Alter. Ich konnte nicht mehr gegenbauen. Ja, von oben alles. Alles klar. Na, Digga, gut, Ninja oder was? Ja, Ninja persönlich, Alter. Ich konnte da nicht mehr Counter bilden. Das waren halt zwei Leute. Eigentlich, wenn ich du wäre, ich habe richtig Bock auf eine bestimmte Sache, okay, Lukas? Ich habe einen Account auf eBay gefunden, Lukas, für 1050 Euro. Wenn ich du wäre, würde ich da mal ganz kurz ein Gebot absetzen, Lukas, und mir den Account einfach mal holen. Einfach mal schön drauf bieten, Lukas. Ich hätte gerne diesen Account. PS4-Account hier. Ja, guck mal hier, was da alles drin ist. Galaxy-Skin, Alter. Dieser komische Weltkrieg-Skin und sowas. Dieser Rift-Skin. Dieser, boah, richtig viele OG-Skin. Das ist richtig geil eigentlich, oder? Das ist zwar ein PS4-Account mit Ghoul-Trooper und sowas auch. Also doch, finde ich schon geil. Wie ist jetzt nochmal ganz genau meine Aufgabe? Dass du auf diesen Account bietest und mir den halt holst. Ganz einfach. Also Gebot absetzen. Da drauf bieten. Ja, Account. eBay, da muss man drauf bieten. Ja, man muss nicht. Man kann sofort kaufen. Aber jetzt die Aufgabe schon gesprochen. Kann man? Deswegen, oh mein Gott. Halt Maul, okay. Nein, Lukas, dann, ey, dann kauf ihn ganz sofort. Kurz, ey, ich wollte gerade Spaß 1 Euro machen, aber das wäre halt hart. Okay. Ich mach 2. Halt's Maul, Lukas, ich schwöre, wenn du das jetzt. So, nach du bist so eine verlogene Ratte, bist du, Alter. Lukas, bitte, ich schwöre dir, ich will diesen Account haben, Alter. Digga, du gehst jetzt hin und bietest, wie viel bietest du jetzt? 2 Euro. 2 Euro. Komm, wir machen 2,10 Euro. Du bist so eine Missgeburt, Alter. Du bist so eine Missgeburt, Alter. Digga, das ist viel Geld. Warum nochmal 5 Euro Versand? Hä, was soll das? 5 Euro, 6 was Euro soll das, das denn, Alter? Du bist so eine Missgestalt, Lukas. Ganz ehrlich, Alter. Preis, das ist das. Nein, du bist einfach ein ehrenloser Hund, bist du, Digga. Nö, Digga. Halt dich mal in die Spielregeln. Du musst dich alles auf die Goldwaage legen, was ich sage. Ey, kauf ich mir abgelehnt. Doch jetzt. Kauf. Ja. Ich wurde abgelehnt. Ja. Lukas, dann habe ich noch eine Aufgabe. Hä? Okay, okay. Wie kann der so schnell ablehnen? Ich guck mir, warte, hier ist einer mit Galaxy Skin. Hier, Lukas, nö, sofort Digga, du kaufen. Kannst die eine Aufgabe 2 Wenn ich du wäre, Lukas, würde ich mir den sofort mal hier sofort kaufen, den Account. Nö, 50 Euro. Voll. 50 Euro her jetzt damit, Junge. Deine Aufgabe hast du mir gestellt. Du bist so, okay, du bist so ein Stück Scheiße, bist du, Lukas. Ich schwöre, du wurdest abgelehnt, du Wichser, Alter. Ich hab dir gerade extra einen 50 Euro Account gegeben, du Penner. Ja, na und? Ja, okay, dann bieten wir da auch noch drauf. Nee, du kaufst den, ich hab gesagt, sofort kaufen. Doch, 1 Euro. Das hat. Lukas, ich habe gesagt sofort. Ich habe keinen Bock mehr mit dir aufzunehmen. Weißt du was? Schick dich ins Knie. Schick mir diese Aufgaben. Schick mir deine Scheiße. Immer abbrechende Facecam. Wenn ich du wäre, würde ich mich einfach ins Knie. Leute, das war's mit dem Video. Du bist so ein Stück Scheiße, bist du, Alter. Du bist das Letzte, selber Lukas. Schuld, wenn du die Aufgaben. Dann Maul, Alter. Ich habe gerade eben gesagt, sofort kaufen, Junge. Ich habe sofort kaufen hast gesagt. Du nicht, Junge. Hab ich. Okay, Replay. Wenn ich du wäre, Lukas, würde ich mir den sofort mal hier sofort kaufen, den Account. Alles klar, Leute. Wer denkt, dass Evive ein 31er ist, der sollte auf jeden Fall fortan immer den Code Revinzer benutzen und auf jeden Fall nicht auf Evives Kanal vorbeischauen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, meine Freunde. Ich bin damit raus. Du bist das letzte Stück Müll, Alter. Echt, ich auch. Halt dein Maul. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.